nicht nur die Befürworter des Kapitalismus, sondern auch Marx, Marxistinnen und Marxisten sehen im Kapitalismus einen welthistorischen Fortschritt. Den Grund dafür sehen sie in der Tatsache, dass, anders als in allen vorhergehenden Wirtschaftsweisen, Kapitalismus ohne den Einsatz direkter Gewalt funktioniert. Schon Adam Smith hat festgestellt, dass Arbeiter im Kapitalismus arm bleiben. Das erkläre sich aus der fundamentalen Ungleichheit zwischen den Eignern des Kapitalstocks und den Arbeitskräften, die er beschäftigt. Adam Smith hat nicht erklärt, woher diese fundamentale Ungleichheit kommt. Marx hat sie erklärt in Ausführungen, die heute als die Theorie der ursprünglichen Akkumulation bekannt sind. Er hat da ausgeführt, vor dem Kapitalismus sei mit viel Gewalt einerseits Kapital angehäuft worden, weltweit geklaut, und andererseits eben Menschen vom Land vertrieben worden und ihnen die Möglichkeit genommen worden, sich selber zu versorgen, sodass sie dann gezwungen waren, sich auf dem Arbeitsmarkt als Lohnarbeitskräfte anzubieten. Dann aber, nach dem Ende der ursprünglichen Akkumulation, hat auch Marx betont, dass der Kapitalismus ohne Gewalt funktionieren kann. Das ist bei ihm heißt das die Reproduktion der Produktionsverhältnisse. Also, dass wenn einmal kapitalistische Verhältnisse etabliert sind, sie dann auch bestehen bleiben, ohne dass jeweils wieder Gewalt notwendig ist. Das Ergebnis meiner Betrachtung der konkreten historischen Funktionsweise des Kapitalismus lässt sich in einer einzigen These zusammenfassen. Kapitaleigner nutzen alle sich ihnen zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort bietenden Möglichkeiten, um Profit zu machen. Von Ausnahmen abgesehen, nutzen sie unter allen sich bietenden Möglichkeiten dann auch den Einsatz direkter Gewalt. Sie merken schon, das ist eine Kritik an dominanten marxistischen Interpretationen und natürlich auch an dominanten liberalen Interpretationen des Kapitalismus. Direkte Gewalt unterscheidet sich von dem Zwang, der in Marktverhältnissen enthalten ist. Heute sagen wir dafür meistens strukturelle Gewalt. Der Terminus stammt nicht von Marx, sondern von Johann Galtung, aber Marx hätte ihn wahrscheinlich auch aufgenommen. Demgegenüber ist direkte Gewalt, auch so wie ich es benutze, auch sonst, auf Personen gerichtet. Drohung und Anwendung körperlicher Gewalt, aber auch alle Methoden, die Menschen am Verlassen eines Arbeitsplatzes hindern. Also zum Beispiel bewaffnete Wachen, Zäune, vergitterte Fenster. Das haben Sie alle mitgekriegt, das war bei den großen Bränden in Bangladesch ja der Fall, dass die Leute nicht rauskamen. Die Anwendung von sehr viel Gift in der Blumenzucht und dann auch der Zwang für die Arbeitskräfte, schon eine halbe Stunde später wieder reinzugehen. Der Einsatz von Produktionsverfahren im Ausland, die in den Ländern, aus denen die Kapitaleigner kommen, verboten sind. Das ist zum Beispiel die Technik des Sandstrahlens, um Jeans alt aussehen zu lassen, die hier verboten ist, aber im Ausland immer noch benutzt wird. Und zum Beispiel der Zwang für Frauen, sich Spritzen für Empfängnisverhütung geben zu lassen. Das ist aus mexikanischen IPZs bekannt. In der Theorie des Kapitalismus ist das Vorhandensein eines Arbeitsvertrages Beleg für die Abwesenheit von Gewalt. Das ist ein Erbe der Abolitionistenbewegung, also der Bewegung für die Abschaffung der Sklaverei. Seither, weil die damals so sehr dafür gekämpft haben, dass eben Menschen freiwillig in Arbeitsverhältnisse gehen und nicht gekauft werden, seither gelten Arbeitsverträge als Beweis für freiwillig eingegangene Arbeitsverhältnisse. Heutzutage können oft auch die Profiteure extremer Ausbeutung Verträge vorweisen, auch für Arbeitsverhältnisse, die von anderen als Sklavenverhältnisse bezeichnet werden. Der Anfang dieser Struktur, dass im Grunde gezwungene Arbeit auch mit Verträgen funktioniert, waren die sogenannten Kuli-Verträge, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts anfingen und dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr zahlreich waren. Kulis waren Menschen, die hauptsächlich aus Indien und China kamen und dann entweder tatsächlich, indem sie einen Vertrag unterschrieben haben oder indem man ihnen den Vertrag unterschrieben hat, sehr häufig, indem man sie getäuscht hat.
wo ihr Arbeitsplatz sein wird. Also es gibt Berichte hinterher von Menschen in Indien, die gedacht haben, sie werden irgendwo auf dem Land in Indien arbeiten und haben dann erst auf dem Meer gemerkt, auf dem Schiff, dass sie nach Übersee nach Westindien gebracht wurden. Wo dann nicht die Menschen verkauft wurden, sondern die Verträge. Das heißt, die Ware, die angeboten wurde, dann in Übersee waren Verträge über Arbeitszeit von meistens 8 Jahren. In der Zeit durften die Kulis nicht kündigen, waren also gezwungene Arbeitskräfte. Und da sie meistens beschäftigt wurden von Menschen, die früher Sklavenhalter waren, ging es ihnen auch in der Arbeitswelt ganz ähnlich wie früher den Sklaven. Verträge werden offiziell zwischen rechtsfähigen Personen abgeschlossen. In modernen Gesellschaften gelten sie vor dem Gesetz als gleiche. Jeder Arbeitsvertrag gilt rechtlich als ein Vertrag zwischen rechtlich Freien und rechtlich Gleichen. Es handelt sich um Kaufverträge. Insoweit gleichen sie den Verträgen, die tagtäglich abgeschlossen werden, wenn zum Beispiel ein Möbelstück gekauft wird oder wenn man Brot oder Bier kauft. In den letzteren Fällen ist der Vertrag nur unterstellt, da wird er nicht schriftlich ausgehandelt mit Rechnungen und so weiter. Trotzdem ist es ein Vertrag. Bei Arbeitsverträgen wird nicht der Mensch verkauft, sondern die Benutzung seiner Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit. Er wird also nicht zum Sklaven. Dass die Anbieter dieser Ware, Arbeitskraft, nicht im Bett liegen bleiben können, wenn die Arbeitskraft morgen um 7 auf Arbeit sein muss, das ist die Krux an der Geschichte. Trotzdem, ne, also die Arbeitskraft hängt am Menschen, deshalb muss er immer mit, wenn die Arbeitskraft eingesetzt wird. Aber verkauft wird nicht der Mensch, sondern verkauft wird die Benutzung der Arbeitskraft. Dass sich kapitalistische Verhältnisse auch ohne Gewalt erhalten hat, wird durch die Tatsache erklärt, dass die Käufer der Ware Arbeitskraft das Recht erwerben, von der Tatsache zu profitieren, dass der Einsatz von Arbeitskraft mehr Werte schafft, als erforderlich waren, um sie selbst herzustellen. Das ist das, was die marxische Theorie des Mehrwerts ist. Weshalb denn auch auf kapitalistischen Märkten alles nach Recht und Gesetz zugehen kann und trotzdem die einen mehr profitieren als die anderen? Es ist die historisch unübertroffene theoretische Leistung von Karl Marx, dass seine Kritik einen legal funktionierenden Kapitalismus unterstellt. Also nicht darauf beruht, dass Kapitaleignern besonders schlechte Charaktereigenschaften zugeschrieben werden. Kapitalismus ist nicht ausbeuterisch, weil Kapitaleigner Ausbeuter sind, sondern weil auch Kapitaleigner der Konkurrenz unterliegen und folglich auf Märkten mit anderen Kapitaleignern konkurrieren. Das bestreitet keine bewussten Ausbeutungsstrategien, macht die Kritik des Kapitalismus aber nicht von deren Vorhandensein abhängig. Dass im Kapitalismus alle der herrenlosen Sklaverei der Konkurrenz unterworfen sind, ist eine Formulierung von Max Weber. Marx hätte ihr vermutlich zugestimmt. Diese Zusammenhänge sind längst geklärt. Ich nehme an, dass auch hier im Raum Sie alle kennen. Für mein Buch habe ich sie als bekannt vorausgesetzt. Ich bestreite sie nicht. Bestreite also nicht, dass im Kapitalismus Arbeitskraft auch dann ausgebeutet wird, wenn keine direkte Gewalt oder andere illegale Maßnahmen zum Einsatz kommen. Stattdessen habe ich ausgeführt, dass der historisch reale Kapitalismus in erheblichem Maße von seiner Theorie abweicht. Und zwar nicht nur von der Theorie seiner Befürworter, die wir hier unter der Bezeichnung Liberale zusammenfassen können, sondern auch von der Theorie des Kapitalismus, wie sie von Marxistinnen und Marxisten vertreten wird. Wenn, wie Marxisten zu Recht betonen, Kapitalismus auch dann die fundamentale Ungleichheit reproduziert, wenn keine direkte Gewalt gegen Personen eingesetzt wird, sondern lediglich die sogenannten Kräfte des Marktes wirken, so bedeutet dies nicht, dass im historisch realen Kapitalismus keine direkte Gewalt gegen Personen ausgeübt wurde und heute auch noch ausgeübt wird. Diese These trifft nicht nur ins Mark von Theorien, die in kapitalistisch wirtschaftenden und liberal verfassten Gesellschaften den Höhepunkt der menschlichen Entwicklung sehen, sondern sie trifft auch die marxistische Geschichtsphilosophie. Denn Marx galt Kapitalismus als ein Entwicklungsstadium auf dem Weg zum Sozialismus.
Kapitalismus bringe die Möglichkeit seiner Überwindung mit Notwendigkeit hervor. Marx zufolge ergibt sich dies einerseits aus der Entwicklung von Produktivkräften, die es möglich macht, mit weniger menschlicher Arbeit eine bessere Versorgung der Allgemeinheit zu bewerkstelligen. Andererseits und vor allem aus der Entwicklung von Organisationen der proletarisierten Arbeitskräfte. Von ihnen sei zu erwarten, dass sie die Überwindung des Kapitalismus in Kämpfen realisieren. Proletarier aller Länder, vereinigt euch, entstand, als europäische Arbeiter und Arbeiterinnen sich organisierten. Gewerkschaften und sozialistische Parteien gibt es bis heute, aber von einer Vereinigung, die Dienstmädchen in Singapur, steineklopfende Kinderarbeiter in Indien, Seeleute auf ausgeflaggten Schiffen, Facharbeiter bei Mercedes, rumänische Fleischer in Niedersachsen zusammen in eine Organisation bringt, davon ist nichts zu sehen. Also die Erwartung, dass im Grunde es eine Vereinigung aller Proletarier geben wird, die dann gegen Kapitalismus kämpft, die lässt sich heute nicht realisieren. Es gibt Marxisten, die versuchen, diese Theorie zu retten. Einer davon ist zum Beispiel John Holloway, der dann sagt, alle diese Menschen, die in proletarischen Verhältnissen leben, sind gleich in einem Schrei gegen den Kapitalismus. Daraus folgt aber natürlich nicht unbedingt Politik. Und Hart und Negri, die wahrscheinlich manche auch kennen, die dieses Buch Empire geschrieben haben, reden von der Multitude. Also von diesen allen sehr unterschiedlichen, die aber dann eben auch irgendwann mal kämpfen werden. Ich fürchte, das sind hoffnungslose Versuche. Dieses Problem der nicht vorhandenen Möglichkeit, sich zu organisieren, galt früher auch schon für Sklaven. Wilhelm Backhaus hat gemeint, dass das der wichtigste Grund dafür sei, dass Marx selber gesagt hat, Sklaverei ist keine kapitalistische Arbeitsform. Also eben aus dem Grund, weil sie sich nicht organisieren, weil sich Sklaven nicht organisieren können. Er hat an manchen Stellen, es gibt ja immer so Versuche, Marx zu retten gegen neue Einsichten, an manchen Stellen hat Marx gesagt, die Plantagenbesitzer sind Kapitalisten, aber er hat nicht Sklavenwirtschaft als eine kapitalistische Arbeitsform gesehen. Seit den 1970er Jahren gibt es vermehrt auch gegenteilige Auffassungen. Die ist zuerst von zwei Mainstream-Ökonomen vertreten worden, die dafür auch einen Nobelpreis gekriegt haben, die nachgewiesen haben, dass die Sklaverei in den Südstaaten der USA profitabel war. Inzwischen ist immer öfter von Sklavenwirtschaft als einer kapitalistischen Form der Produktion die Rede. Also die Rede ist immer von der modernen Sklavenwirtschaft. Vertreter dieser Interpretation bestreiten, dass die Argumente, mit denen traditionell die mangelnde Produktivität von Sklavenwirtschaft behauptet wird, auf die moderne Sklavenwirtschaft in den Südstaaten der USA zutrafen. Eins dieser Argumente ist, dass die Arbeitskraft ja dann nicht mobil war, ne? Weil man sie kaufte und dann ja behielt. Und wenn dann die Geschäfte nicht gut gingen, behielt man sie immer noch, hat man sie ja nicht weggeschickt, so wie heute. Heute gibt es ja auch Sklaverei, aber wenn man sie nicht mehr braucht, sind sie weg. Just-in-time-Sklaverei ist es heute. Aber damals haben die Sklavenbesitzer das Problem auch gelöst, indem sie die Sklaven nämlich vermietet haben an Industrieunternehmen, an andere Plantagenbesitzer, an Hafenorganisationen und zum Beispiel auch auf Schiffe, wo sie dann durchaus auch aufsteigen konnten. Und es gibt sogar dann Kapitäne eine Zeit lang, die Sklaven waren damals. Das andere Argument, das wird eigentlich eher von, aber wird auch von Marxisten vertreten, aber eher von Mainstream-Ökonomen, ist, Sklaven hätten seien nicht motiviert genug gewesen. Was ja im Grunde unterstellt, alle anderen Arbeitskräfte seien ständig motiviert, genau für die Profite der Unternehmer zu schuften. Also das Argument ist nicht sehr schlüssig. Wenn die Arbeitskräfte vermietet wurden, wenn die Sklaven vermietet wurden, dann haben sie natürlich Lohn verdient und der ging dann an die Sklavenhalter. Und weil die auch ein Interesse daran hatten, dass ihr Eigentum erhalten wird, haben sie dann durchaus manchmal kontrolliert, ob die auch ordentlich untergebracht sind und ordentlich auch ernährt werden.
Damit ist auch zugleich belegt, und das, dafür gibt es viele Beispiele auch in anderen Ländern, nicht nur in den Südstaaten der USA, dass mit Sklaven durchaus auch industrialisierte Produktion möglich war und auch entwickelt wurde. Vor allem in der Zuckerindustrie in Westindien war das der Fall. Der wichtigste Beleg allerdings für die These, dass Sklaverei eine kapitalistische Form der Arbeit sein kann, wurde nicht nur in den Südstaaten der USA, sondern weltweit dadurch beigebracht, dass überall, wo Sklaverei politisch abgeschafft wurde, Unternehmer unmittelbar darauf unterschiedliche Formen der Ersatzsklaverei erfunden haben. Eine der wichtigsten war, sie haben überall sogenannte Vagabundengesetze erlassen. Das heißt, wenn jemand aufgegriffen wurde und nicht nachweisen konnte, dass er oder sie eine Arbeit hatte, dann kam er ins Gefängnis und wurde dann zu sehr günstigen Bedingungen an Unternehmer, meistens waren das im Süden Plantagenbesitzer, vermietet. Also diese Gefängnisarbeit war dann eines, mit der die Unternehmer genau das gekriegt haben, was sie sowieso gerne hatten behalten wollen. Eine andere Form war, dass sie Schulden aufgenommen haben und wenn sie die nicht zurückbezahlen konnten, kamen sie entweder ins Gefängnis, wurden dann auch wieder ausvermietet oder wurden gleich in Zwangsarbeit vermietet. Dann sind in manchen Ländern sehr lange Lehrzeiten eingeführt worden, in denen dann auch die Arbeitskräfte nicht kündigen konnten. Das allgemeine Merkmal all dieser unterschiedlichen Formen ist das Bestreben, Arbeitskräfte so lange wie möglich daran zu hindern, einen Arbeitsplatz zu verlassen. Das war nun besonders relevant in der Kuli-Arbeit, die ich schon kurz angeschnitten habe. Die hat so lange gedauert, bis schließlich die Länder, die Staaten, aus denen die Kulis kamen, so viel Kritik gehört haben über die Behandlung der Kulis und auch über die Tatsache, dass sie entgegen der Verträge, am Ende ihre Verträge, dann doch nicht wieder nach Hause kommen durften, sodass sie dann die Bedingungen kontrolliert haben und schließlich nacheinander die Entsendung verboten haben. Die meisten der befreiten Sklaven ihrerseits haben zwar die Freiheit bekommen, aber das, was sie sich erhofft hatten, meistens nicht. Die allermeisten der früheren Sklaven haben sich erhofft, dass sie hinterher selbstständige Bauern sein konnten. Das ist zum Teil dadurch verhindert worden, dass ihnen kein Land verkauft wurde, wenn sie überhaupt aus irgendeinem Geld hatten und Kredit bekamen. Dass Landeigentümer untereinander sich gezwungen haben, sie nicht als Pächter zu akzeptieren, sodass sehr viel, also in den Südstaaten der USA war das die Mehrheit, dann hinterher im Grunde schlecht bezahlte Arbeitskräfte auf Plantagen waren, auf denen sie vorher schon gearbeitet haben. Sie haben eine Sache allerdings durchgesetzt, befreite Sklaven haben sich prinzipiell geweigert, in Gangs zu arbeiten. Gangs waren diese Gruppen, mit denen man nacheinander im Grunde wie am Fließband gearbeitet hat, also dann die hintereinander weg. Und das ist übrigens eine Form der Arbeitsorganisation, die man heute auch als Industrialisierung bezeichnet. Das hat dann aber diejenigen, die für die Befreiung der Sklaven gekämpft hatten, nicht mehr so richtig interessiert, weil das jetzt ja alles offiziell Arbeitsverträge waren. Und vor allem in den USA galt die Berechtigung zum Abschluss eines Vertrages zeitweise als das zentrale Merkmal bürgerlicher Freiheit. Tatsächlich war aber Lohnarbeit auch in den zuerst kapitalistisch produzierenden Gesellschaften lange Zeit weit weniger frei als von Theoretikern und Theoretikern unterstellt. Denn Männer und Frauen hatten zwar das Recht, eine Arbeit aufzunehmen, in vielen Staaten hatten sie aber sehr lange nicht das Recht, diese Arbeit von sich aus aufzukündigen. In deutschen Staaten war die eigenmächtige Beendigung eines Arbeitsvertrages bis 1868 eine Straftat. Auf sogenannten Vertragsbruch, also so hat man das genannt, dass sie von sich aus den Vertrag brachen, stand Gefängnis. In England, dem zuerst industrialisierten kapitalistischen Land, galt das entsprechende Strafgesetz sogar bis 1875.
Es wurde nicht von allen Unternehmern angewandt, vor allem nicht in Zeiten, in denen sie mit Absatzschwierigkeiten zu kämpfen hatten. Aber in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen sehr viele Menschen ins Gefängnis, weil sie einen Arbeitsplatz verlassen hatten, um an einem anderen eine bessere Bezahlung zu erhalten. Anders gesagt, was freie Lohnarbeit heißt, ist historisch sehr unterschiedlich definiert worden. Dass sie die uns heute bekannte Form des beiderseitigen Kündigungsrechts erlangte, ist nicht dadurch zustande gekommen, dass industrialisierte kapitalistische Produktion auf freie Arbeitsmärkte angewiesen gewesen wäre, sondern durch die politische Opposition organisierter Arbeitskräfte. Ihre Forderungen erhielten wirksame Unterstützung, wenn sie erreichten, dass das Wahlrecht so erweitert wurde, dass auch die Wahl von Vertretern möglich wurde, die Gesetzesänderungen vorantrieben. Erst mit dem Ende des strafrechtlichen Ahndung des sogenannten Vertragsbruchs, anders gesagt, erst mit dem Ende des Einsatzes staatlicher Gewaltmittel für die Regulierung von Arbeitsverhältnissen wurde kapitalistische Produktion privatisiert. Also in England, dem fortschrittlichsten kapitalistischen Land, erst Ende des 19. Jahrhunderts. Polanyi, das kennen wahrscheinlich manche, nennt diesen Vorgang Disembedding, also die Freisetzung des Kapitalismus aus staatlicher Herrschaft. Er setzt ihn früher an. In den Kolonien der kapitalistischen Metropolmächte ist diese Privatisierung nie erfolgt. Bis zum Ende kolonialer Herrschaft konnten Kapitaleigner in Kolonien staatliche Gewaltmittel nutzen, um Arbeitskräfte zu beschaffen und um sie zu disziplinieren. Wie immer deren Arbeitskräfte im Einzelnen aber auch beschaffen waren, als Sklaverei galten sie nicht mehr. Seit in den 1880er Staaten eine Kolonialmacht nach der anderen Sklaverei für illegal erklärte. Dass oft Zwang genutzt wurde, um Arbeitskräfte zu rekrutieren, um sie zu bestimmten Tätigkeiten zu zwingen und sie an einem bestimmten Arbeitsplatz zu halten, wurde gar nicht bestritten. Jetzt aber als pädagogische Notwendigkeit bezeichnet, denn man musste die unterdrückte Bevölkerung ja zivilisieren. In den kapitalistischen Metropolländern ist der Einsatz direkter Gewalt in Arbeitsprozessen aber tatsächlich zurückgedrängt worden. Ich bezeichne diese Entwicklung als Domestizierung des Kapitalismus, verstehe diesen Prozess aber nicht wie beispielsweise Wolfgang Streeck als Entwicklung sozialpolitischer Maßnahmen zur Dämpfung der Schädigungen, die Arbeitskräfte und Erwerbslose im Kapitalismus erleiden, sondern ich verstehe ihn als die Zulassung von Organisationen der Arbeiterbewegung und von Streiks. Arbeitskämpfe konnten lange wirksam sein, weil Industrie auf viele Arbeitskräfte angewiesen war und Unternehmen immer noch auf überwiegend nationale Arbeitsmärkte beschränkt blieben. Ohne den erfolgreichen Kampf für die Erweiterung des Wahlrechts wäre die Domestizierung des Kapitalismus aber nicht möglich gewesen. Denn es waren Parlamente, die darauf drangen, die Kriminalisierung von einseitigen Kündigungen und von Streiks abzuschaffen. Dass ich von Domestizierung rede und damit einen Terminus benutze, der an die Zähmung von Raubtieren erinnert, schließt ein, dass der Raubtiercharakter untergründig fortbesteht. Was den Kapitalismus anlangt, so ist diese beständige Möglichkeit im Arbeitsregime des Nationalsozialismus auf grauenhafte Weise demonstriert worden. Das macht auch deutlich, dass Domestizierung nicht von einer bestimmten Entwicklungsstufe des Kapitalismus abhängt, der Deutsche war sehr hochentwickelt, sondern von politischen Verhältnissen. Kapitalismus ist immer politische Ökonomie. In den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts aber war Kapitalismus in den Metropolen kapitalistischen Staaten tatsächlich in erheblichem Maße domestiziert. Die Nachkriegskonjunktur bewirkte, dass zum ersten Mal in der Geschichte des Kapitalismus Löhne in manchen Gesellschaften deutlicher stiegen als Profite und die Konkurrenz mit der Sowjetunion bewirkte, dass Sozialpolitik in westlichen Gesellschaften ausgebaut wurde. Viele erwarteten damals, dass staatliche Planung in Zukunft wirtschaftliche Krisen werde verhindern können
und dass das weitere Wirtschaftswachstum die Lebensbedingungen von sehr vielen Meeren werde verbessern können. Das alles endete mit den Krisen der 1970er Jahre. Sie wurden zum Auslöser der Entwicklung, die heute unter der Bezeichnung Globalisierung zusammengefasst werden. Ich verzichte jetzt auf die Ursachen dieses Umschlags, aber wenn Sie wollen, können wir das in der Diskussion noch ausführen. Politische Veränderungen erleichterten fortan die Mobilität des Kapitals. Entwicklungen der Kommunikationstechnik und des Transports machten es möglich, dass Produktionsprozesse auf verschiedene Weltregionen verteilt werden. Weil dadurch heute Arbeitskräfte und arme Menschen weltweit miteinander um bezahlte Arbeit konkurrieren, haben sich die Erfolgsaussichten für Arbeitskämpfe auch in den Metropolen kapitalistischen Ländern verschlechtert. Sie sind immer noch besser als anderswo. Vor allem an den Rändern dieser Gesellschaften gibt es extreme Ausbeutung. Insbesondere Menschen, die nicht Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger sind, werden ihnen ausgesetzt. Besonders betroffen sind irregulär ins Land gekommene. In Nicht-Metropolen, kapitalistischen Ländern, gibt es viele Formen extremer Ausbeutung in Arbeitsverhältnissen. Schuldsklaverei ist überall verboten, aber immer noch weit verbreitet. Vor allem gibt es Lebensverhältnisse, die selbst Lohnarbeit wünschenswert machen, die mit extremer Ausbeutung verbunden ist. In vielen Ländern werden solche Arbeitsverhältnisse heute in sogenannten Export Processing Zones angeboten, verkürzt EPZs. Sie sind ein Strukturmerkmal des globalisierten Kapitalismus. Exporthandelszonen, man sagt auch im Deutschen meistens EPZs, aber die Übersetzung ist Exporthandelszonen und Exportproduktionszonen, kommen dadurch zustande, dass Regierungen ihre Hoheitsrechte nutzen, um besondere rechtliche Bedingungen für ausländische Investoren zu beschließen. Damit ist die herkömmliche Übereinstimmung von Staatsgebiet und Rechtsgebiet aufgelöst. EPZs sind rechtliche Enklaven. Die meisten dieser rechtlichen Enklaven, diese Offshore nennt man das ja heute, werden für Finanzgeschäfte benutzt. Aber sie werden eben auch für Produktion benutzt. Anders als in früheren Phasen des Kapitalismus bleibt Kapital, das unter solchen Offshore-Bedingungen investiert wird, ausländisches Kapital. Früher dagegen, wenn zum Beispiel englische Kapitaleigner in Indien sogenannte Teegärten, die Teeplantagen in Indien heißen Teegärten, aufgekauft haben, dann wurden sie damit zu indischem Kapital. Sie agierten unter indischen Gesetzen. Wenn heute ein englisches Kapital in Bangladesch in einer EPZ investiert, dann gelten dort auch ein Großteil der Gesetze von Bangladesch, also Mord ist auch in der EPZ Mord und wird hoffentlich entsprechend verfolgt. Aber es gibt eben für diese ausländischen Investoren besondere Bedingungen. Das sind einerseits besondere Zollbedingungen, davon sind sie befreit. Das sind immer besondere Steuerbedingungen. Sehr oft gibt es einen sogenannten Steuerferien, also eine lange Zeit, in der sie gar keine Steuern zahlen müssen oder aber sehr geringe. Das für den Zusammenhang, um den es hier geht, in Ländern vor allem, die sich sehr drum reißen, solche Investitionen zu kriegen, wird dann den potenziellen Investoren werden Infrastrukturmaßnahmen angeboten. In Afrika beispielsweise die kostenlose Lieferung von Wasser, die kostenlose 99-jährige Pacht von Grundstücken, auf denen sie ihre Fabriken errichten können. Besonders wichtig ist, dass Investoren von sehr vielen Regierungen, die solche Offshore-Regelungen anbieten, verlangen, dass sie ihnen zugestehen, dass sie ihren Arbeitskräften verbieten, Mitglieder von Gewerkschaften zu sein. Und dass sie gleichzeitig von den Regierungen erwarten, dass sie Gewalt einsetzen, um Streiks zu verhindern. Das ist nicht überall formal geregelt, aber überall wird es faktisch geduldet. Also dass Menschen, die beschäftigt sind in einem Unternehmen, das in einem Offshore-Gebiet angesiedelt ist von ausländischen Investoren
unterschreiben müssen, dass sie nicht sich gewerkschaftlich organisieren. Wenn sie es nicht unterschreiben müssen, dann müssen sie trotzdem damit rechnen, dass, wenn es bekannt wird, dass sie organisiert sind, sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Faktisch gibt es dann in diesen Offshore-Bereichen sehr oft Arbeitsverhältnisse, in denen die Gesundheit von Beschäftigten sehr bedroht ist. Aus manchen Offshore-Betrieben ist berichtet, dass Frauen ungefragt empfängnisverhütende Mittel gespritzt wurden. Aus anderen, dass bei der Blumenzucht so viel Gift benutzt wird, dass Säuglinge geschädigt auf die Welt kommen. In Foxconn-Betrieben in China, die für Apple produzieren, arbeiten junge Männer 12 bis 14 Stunden im Stehen und die oft auch noch geforderten zusätzlichen Überstunden akzeptieren sie, weil sie sonst finanziell nicht über die Runden kommen. 2010 wurde bekannt, dass sich 18 Arbeitskräfte in einer dieser Firmen umgebracht hatten. Die Firmenleitung gab bekannt, sie seien vom Dach gefallen. Auch in den darauffolgenden Jahren fielen Menschen in Foxconn-Betrieben vom Dach. Arbeitskräfte in Foxconn-Betrieben werden am Davonlaufen durch ihre materiellen Lebensumstände gehindert. Sie können also tatsächlich kündigen. Viele andere werden weltweit am Verlassen ihres Arbeitsplatzes gehindert. Dafür gibt es zum Teil rechtliche Institutionen. Eine davon ist das sogenannte Kafala-System in arabischen Ländern oder die Bürgschaft, die den Beschäftigten ausländischer Dienstmädchen in Singapur abverlangt werden. Das Prinzip besteht darin, dass diese Bürgen, egal wie das funktioniert, dafür zuständig sind, zu verhindern, dass jemand kündigt. Und wenn sie das dann doch tun, dann müssen sie im Grunde Ersatz bezahlen. Oft gibt es aber auch Zäune, Wachen und werden dann die Unternehmen durch lokale Polizeikräfte unterstützt, wenn sie Streiks oder Flucht verhindern wollen. In gewisser Weise wäre eine durchgehend zutreffende Definition von heutiger Sklaverei die Verhinderung von Flucht. International benutzen die einen den Terminus Zwangsarbeit und die anderen sprechen von moderner Sklaverei. Ich selber spreche von entgrenzter Ausbeutung, das heißt, ich entscheide mich nicht für eins dieser beiden. Ich will Ihnen aber wenigstens ein konkretes Beispiel nennen für eine solche Form, wo man sich dann überlegen kann, wie man es bezeichnen will. In Indien gibt es sogenannte glückliche Bräute. Das sind junge Mädchen, die auf dem Land angeheuert werden, das heißt, ihre Eltern, mit ihren Eltern werden Verträge abgeschlossen. Und zwar wird den Eltern gesagt, die Mädchen bekommen in der Zeit, in der sie arbeiten, in einer Spinnerei in der Hauptstadt keinen Lohn. Aber wenn diese Zeit um ist, die sind unterschiedlich festgelegt, mindestens 4 Jahre, manchmal aber auch länger, bekommen sie den Lohn auf einmal ausbezahlt, und zwar so viel, dass sie dann eine Mitgift haben. Deshalb hat man sie glückliche Bräute genannt, also weil sie dann angeblich hinterher eine Mitgift haben. In der Zeit, in der sie aber da arbeiten, dürfen sie weder den Arbeitsplatz verlassen, die sind eingezäunt. Wenn sie dann doch mal in die Stadt kommen, sind sie bewacht. Nach heftigen Protesten von NGOs hat man jetzt festgelegt, dass eigentlich nicht mehr als 8 der Mädchen in einem 10 Quadratmeter großen Raum schlafen sollen und dass mindestens 2 Becher zum Trinken vorhanden sein soll. Wenn jemand krank wird, dann heißt das, und dann aufhören muss, dann heißt das, dass der Vertrag nicht erfüllt ist und dann gibt es gar nichts von dem schon erarbeiteten Lohn. In dieser Stadt, in der es besonders viele solche an zukünftig glücklichen Bräute gibt, es ist in Südindien eine Stadt, in der es sehr viel Textilindustrie gibt, kommen täglich Mädchen in die dortige Klinik, die versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Entweder indem sie Gift getrunken haben, sich aufgehängt haben oder sich mit Benzin übergossen haben und sich angezündet haben. Und meistens gelingt ihnen das ja auch. Im Krankenhaus versuchen sie es dann nochmal. Diese Spinnereien liefern an Betriebe, die ihrerseits an große internationale Textilkonzerne liefern. Weil sie aber keine direkten ökonomischen Verbindungen haben zu den großen internationalen Konzernen, sind sie auch außerhalb der Kritik.
die man, wenn man heute zum Beispiel bei den großen Konzernen sagt, ihr müsst kontrollieren, wie eure Subunternehmer da agieren, dann trifft das diese Spinnerei nicht, weil das Subunternehmen von Subunternehmen sind. Es gibt inzwischen national einige Kritik, die sich darauf richtet, aber die ist noch nicht sehr erfolgreich. Das Einzige, was bisher stattgefunden hat, ist, dass der Ausdruck glückliche Bräute offiziell nicht mehr benutzt wird. An den Verhältnissen hat sich aber seither nach den neuesten Nachrichten noch nichts geändert. Das ist ein einziges, ich habe ja hier nicht so viel Zeit, ein einziges Beispiel für Situationen, die es heute weltweit in der einen oder anderen Form gibt. In der Phase der Globalisierung ist die Praxis der Gewalt nicht nur in vielen Arbeitsverhältnissen häufig, sie ist auch in der Erweiterung des Warenmarktes präsent. Ich beschränke mich auch hier auf zwei Beispiele. Millionengeschäfte werden neuerdings durch den Verkauf geraubter Haare gemacht. Es gibt eine wachsende Nachfrage nach Echthaarperücken, nach Echthaar für Perücken und für Haarverlängerungen. Und das hat dazu geführt, dass in manchen Städten Südamerikas, Chinas und den USA Frauen auf der Straße gewaltsam ihres Haares beraubt werden. Ein Teil der Haare bleibt dann in diesen Ländern, ein erheblicher Teil aber kommt in den internationalen Handel. Er ist derzeit so lukrativ, dass sich inzwischen richtige kriminelle Organisationen gebildet haben, die sich an Raub und Verkauf beteiligen. Allein aus den USA sollen 2011 Haare im Wert von 1,3 Millionen Dollar exportiert worden sein. In Großbritannien sollen jedes Jahr bis zu 79 Millionen Euro mit Echthaarverlängerung umgesetzt werden. Dieser gewaltige und gewaltsame Aufschwung erklärt sich, weil neue Ultraschalltechniken die hauptsächlich aus Keratin bestehenden Verbindungsstellen zwischen dem eigenen Haar und der Verlängerung so flach machen, dass man sie nur fühlt, wenn man mit der Hand durchs Haar streicht. Schon ab einer Haarlänge von 10 cm ist eine Verlängerung um das Doppelte möglich. Und die so extensierten Haare kann man dann auch färben, Dauerwelle und alles mögliche andere. Zu den Erweiterungen der Warenwelt zählt auch der Handel mit menschlichen Organen. Auch der wurde gefördert durch eine technische Entwicklung, nämlich durch die Entwicklung des Medikaments Cyclosporin. Es hat eine sehr stark immunrepressive Wirkung und das hat das Risiko der Abstoßung eines implantierten Organs immens reduziert. Internationales Cyclosporin seit 1978 im Handel. In der Bundesrepublik ist es seit 1983 zugelassen. Wie schnell die damit geschaffene bzw. verbesserte Verdienstquelle bekannt wurde, ist daran abzulesen, dass in südamerikanischen Militärdiktaturen bereits Ende der 1970er Jahre systematisch Organe von Verstorbenen beschafft wurden. Wobei nicht nur Mitarbeiter von Leichenschauhäusern involviert waren, sondern auch Ärzte, die sich über die medizinische und ethische Problematik der Diagnostizierung des Hirntodes von Koma-Patienten hinwegsetzten. Ähnliche Verfahren werden aus Südafrika in den 1980er Jahren berichtet. Und Sie haben wahrscheinlich alle davon gehört, dass die chinesische Regierung mit Organen von Hingerichteten gehandelt hat. Angeblich hat sie das jetzt aufgegeben. Ein ganz besonders wichtiger Handel ist der Handel mit Nieren, weil wir ja alle zwei Nieren haben und man deshalb auf eine verzichten kann und in Indien gibt es inzwischen eine ganze Region, da spricht man vom Nierengürtel, der gleichzeitig der Selbstmordgürtel ist. Das ist eine Gegend, in der sehr viele Reisbauern von Monsanto Samen bezogen haben und den brauchen sie ja dann jedes Jahr neu. Wenn aber je nachdem, wie die Klimaverhältnisse sind, ist dann der Reis nicht wirklich gediehen, sodass sie sich schrecklich verschuldet haben und dann haben die Frauen eine ihrer Nieren verkauft. Inzwischen gibt es sogar Berichte, dass dann die Gläubiger sagen, naja, und wenn es dann nicht klappt, dann hast du ja noch eine Niere und die werden dann weiterverkauft. Auch in Indien ist inzwischen eine Regelung, dass man Nieren nur spenden darf für Verwandte oder für sehr gut Bekannte. Aber man weiß genau, wie man das umgehen kann. Ähnliches gibt es in Südafrika, das ist ein weiteres dieser Länder, in denen sehr viele solche Nieren verpflanzt werden.
Eine weitere Besonderheit des globalisierten Kapitalismus, und das mache ich jetzt nur noch ganz kurz, ist die enge Verquickung von gewalttätig kriminellen Praktiken mit legalen Formen der Aneignung. Während illegale Formen der Aneignung früher zumeist möglichst heimlich und in gesonderten Sphären vorbereitet wurden, sind sie heute vielfach in legale Formen integriert. Vor allem aber besonders umfangreiche und für viele lebensbedrohende Formen gewalttätiger Aneignung sind heute durch staatliche Maßnahmen angestoßen worden. Vielfach werden sie auch durch staatliche Maßnahmen, die offiziell ihrer Bekämpfung dienen, aufrechterhalten. Das gilt für den Drogenhandel ganz ebenso wie für die Piraterie und für Praktiken der Menschenschleusung, die das Leben von Migrantinnen und Migranten bewusst gefährden. Eine ganz kurze Bemerkung zum Schluss. Wenn im Kapitalismus nicht nur in früheren Phasen direkte Gewalt gegen Menschen zum Einsatz kam, sondern auch heute noch in weiten Bereichen zum Einsatz kommt, so stellt dies sowohl unter Liberalen als auch unter Marxisten verbreitete Überzeugungen in Frage. Die Überzeugung nämlich, dass der welthistorische Fortschritt des Kapitalismus gegenüber früheren Formen des Wirtschaftens darin bestehe, dass Aneignung ausschließlich auf rationaler Kalkulation und auf freiwillig eingegangenen Verträgen, aber eben nicht mehr auf Gewalt basiert. Die historische Untersuchung des Kapitalismus zeigt aber auch, dass der Kampf gegen die Anwendung direkter Gewalt gegen Menschen nicht erfolglos sein muss. Wenn solche Erfolge möglich sind, dann funktioniert Kapitalismus immer noch. Also wenn die gewalttätigen Formen der Aneignung tatsächlich erfolgreich bekämpft werden, gibt es immer noch Kapitalismus. Aber die Arbeits- und Lebensbedingungen sehr vieler Menschen wären dann besser. Dankeschön.